Einen dunkelroten Zwerg mehr, was die Depression angeht. Wir haben noch einen orangenen und eine Menge gelbe. Aber das dürfte doch eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt die Zeit weiterlaufen lasse, dass wir keine Tantren mehr sehen. Gucken wir aber mal ganz kurz. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Wir können hier auf jeden Fall ein paar Bodenplatten setzen, damit die Pilze hier nicht alles zuwuchern. Granitblöcke, so. In der Zwischenzeit kann ich noch kurz über die Kommentare reden, die inzwischen so eingetrudelt sind. Unter anderem war dabei, dass ich doch eventuell, da Girugon ja so ein Fetisch für Armbrüste hat, jetzt doch mal den Armbrusttrupp auf die Beine stellen. Und ich bin wirklich versucht, das zu tun. Denn der Nahkampf scheint sich nicht wirklich bei uns bewährt zu haben. Wir verlieren viel zu viele Zwerge, was dann wiederum schlechte Gedanken für die überlebenden Zwerge bringt und so weiter und so weiter. Das heißt, ich versuche mich jetzt mal reinzufuchsen, wie das in der neuen Version hier so mit den Armbrüsten funktioniert. Ich hatte das schon mal gemacht, aber es lief nicht so, wie ich es gerne hätte. Also das Training an den Archery Ranges, wo sie normalerweise halt ihre Schießkünste trainieren, klappte nicht wirklich gut. Muss ich mal gucken, wie das jetzt wird. Das heißt, für diese Änderung müssen wir gleich alle Zwerge umbenennen. Also die Grunts und die Hammerer. Die werden jetzt alle X-Bows. Das heißt, ein schöner 10er Trupp X-Bows. Der Rest kann erstmal frei haben. Vor allem die, die recht depressiv sind, wie er hier zum Beispiel. Da drücken wir gleich mal Z, Y, N. Du bist jetzt einfach nur Hauler. Jedenfalls kurzfristig. Armer Spotterblock. So, du bist jetzt nur Hauler. Die Trupps an sich können wir auch gleich mal kurz auflösen. D. D. Ein trauriger Tag. Aber das muss sein, denke ich. Die Schedules müssten dementsprechend auch gleich mitgelöscht worden sein. Gut. Was macht unser Captain of the Guard? Das ist der Unaussprechliche geworden. Und er braucht immer noch ein besseres Office. Das geben wir nochmal ganz schnell. Eigentlich hätte ich ihm ja direkt Hex Office geben können, aber das habe ich vergessen. Ich habe ihn jetzt hier unten einquartiert. Ändern wir das einfach mal ganz kurz. Also. Groß. Assign to Unaussprechlicher. Dining Room. Assign to Unaussprechlicher. Und. Wer ist da auf dem Stuhl? Oh, das ist nur ein Beutel. Gut. Und auch unaussprechlicher. Und das hier unten machen wir dann gleich mal frei. F, F und F. Die dürften qualitativ aber nicht großartig unterschiedlich sein, denn ich habe den Stein hier ja nur glatt geschliffen und nicht verziert. Das heißt, in seinem Dining Room wird immer noch irgendetwas an Kinkerlitzchen rein müssen, damit er zufrieden ist. Also jetzt stellen wir mal ein paar Statuen rein. Das ist meine Allgemeinlösung. Oh, wir haben nur noch eine. Das ist meine Allgemeinlösung, um den Wert zu erhöhen von einem Raum. Einfach irgendwelche Statuen reinstellen, so viele wie reinpassen. Dafür könnten wir übrigens unser Gold benutzen. Das müsste den Raum richtig aufpimpen. Eine Goldstatue? Das hat doch was. So, da oben. Die Grabkammer ist auch jetzt in Ordnung. Oh, warum bist du rot? Du hast keine Kiste. Dass sie deswegen gleich so einen Aufstand machen. So, Container. Dahin. Was willst du denn haben? Bestimmt was aus Stein. Kein Schert. Das muss alles eigentlich zerstört werden. Eine Maple Chest? Nein, ich hätte gerne Granit Chests. Aber davon haben wir anscheinend keine. Na gut, dann halt Jet. Das ist ja wenigstens auch grau, nur halt ein bisschen dunkler. Kriegst du noch einen zweiten in deinem Dining Room? Vielleicht erhöht das den Wert auch genug. So, noch einen und warum nicht gleich noch einen? So, dann hört er hoffentlich gleich auf zu meckern. Ja, hat genug positive Gedanken. Hoffentlich dann auch durch die neuen Räume. Und dreht nicht durch und schlägt alle Zwergen auf den Kopf. So. Was können wir denn noch machen? Also die Bodenplatten haben wir hier gesetzt. Wir können gleich den Armbrusttrupp aufstellen. Wir sollten erstmal die Archery Targets bauen und danach aufstellen. Arch, nee. Construct. Ta. Wie heißen die Dinger? Rock.
Geht einfach mal durch. Weapon Rack, Weapon Stand, nö. Na, wo wir schon mal hier sind, kannst du erstmal 30 neue Statuen bauen. Und wir gucken jetzt im Mason Shop direkt, wie die Dinger heißen. Und die kann man gar nicht mehr im Mason Shop bauen. Ach nee, die baut man direkt in dem Ding selbst. Ja, mein Fehler. So, P. Dafür braucht man die eigentlich nur einen Steinblock und den schleifen wir so ein bisschen zurecht. Wo stellen wir die am besten hin? Denn die Zwerge schießen da auch drauf und die können mal vorbeischießen. Und mal vorbeischießen kann ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir sollten es jetzt nicht hier mitten im Raum machen, sonst fliegen die alle rechts und links vorbei. Oder ins Trade Depot und bringen unseren Diplomaten um. Nee. Das ist nicht gut. Wir könnten die Waffen auslagern und da die Dinger hinbauen. Oder wir könnten beim Hospital die Archery Ranges hinbauen. Nee. Komm, dann machen wir jetzt eine extra Ecke für. Wir haben noch bestimmt irgendwo unten jetzt jede Menge Platz, oder? Hier waren die Hunde. Hier war das Stockpile und hier ist nichts. Und hier unten ist die Kaverne. Das heißt, wir haben noch Platz. Das heißt, wir können jetzt hier D-I. Unsere Treppen bauen, die ganze Etage hier ausbauen. Und dann müssen die Jungs halt hier unten trainieren. Dann können sie wenigstens keinen verletzen. Ja, wo ich schon mal hier unten bin. Eigentlich müssten wir noch den Zugang zu der Unterwasserquelle irgendwie zustande bekommen. Aber Wasser und Zugang zu einem Fort ist immer sehr gefährlich. Oh, ich bin auf Gold gestoßen. Wo das denn? Achso, direkt hier drunter ist auch schon Gold. Aber das Gold, was wir unten im Höhlensystem sehen, scheint sich wohl bis nach oben außerhalb des Höhlensystems zu erstrecken. Was ja ganz schick ist. Trotzdem wäre mir Eisen wesentlich lieber. Aber sei es drum. So. Schon wieder Blut hier oben überall. Jetzt haben die doch genug Platz, oder? Du, Wunden, jede Menge. Die scheinen sich echt ganz schön hier zu kabbeln. Ich hätte die mal nicht zu Kriegshunden ausbilden sollen. Die scheinen allgemein jetzt recht aggressiv zu sein. Na gut, dezimieren wir unseren Bestand da mal ein bisschen. Auch wenn das jetzt hart klingt. So, du weg. So. Wir brauchen nur ein paar männliche Hunde. So müsste das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher sein. Und hoffentlich gehen sie sich nicht mehr ganz so häufig an die Kehle. Außerdem kommt es mir nur so vor, oder gibt es keine neuen Hunde? Ich habe hier einen Stray Dog, männlich. Den hatten wir uns mal aufbewahrt für Zuchtprogramme. Aber die ganzen War Dogs scheinen keine Kinder zu bekommen. Das ging natürlich richtig in die Hose. Müssen wir uns irgendwann mal neue tauschen. Mit einer Karawane. Ha. Die wir ja nicht mehr bekommen wollen. Ja, das läuft echt nicht so gut, wie ich es gerne hätte. So. Unten. Hier. Also wir hätten gerne ein Archery Target. Da. Aus Granitblock. Also ja, eigentlich würde es mehr Sinn machen, die aus Holz zu bauen, damit die Bolzen nicht total dran abprallen. Aber ich glaube, die Logik wurde noch nicht reinprogrammiert. Kein Graphitblock. Wir hätten gerne... Obwohl, wir können die Chertblöcke hier mal verbraten. So, sieht wenigstens ein bisschen holzartig aus. Weil Chert war ja dieser Braunton, den ich nicht so mochte. Chert, da. Ich mache die jetzt immer mit so einem Block Abstand, damit ich dazwischen noch eine Mauer bauen kann. Ich glaube nicht, dass es wirklich notwendig ist. Aber ich finde es halt recht stylisch. Chatblock da. Also dass wir so einen richtig langen Korridor haben, der auf beiden Seiten von der Mauer umgeben ist und die Zwerge dann so wie eine Art Schießstand da haben. Also wie ein Real-Life-Schießstand halt. So, Jet Task Chat. Und ich glaube, das müsste auch schon fast reichen, denn die trainieren nicht durchgehend alle. Also wir machen dann hier 4 und auf der anderen Seite vielleicht nochmal 4 und hier machen wir dann Depot für Munition und ja, was machen wir noch? Sonst haben wir unten einfach noch Platz für irgendwas anderes. So,
Aber die Mauer können wir auch schon mal setzen. Einmal da. Aus Platinbarren, genau. So weit kommt es noch. So, Porzellan, Graphit. Granitblöcke, 75 Stück haben wir noch. Also es ist ja schön und gut, dass es immer nach Distanz sortiert wird, damit die Zwerge auch möglichst schnell das nächste nehmen. Also hier wäre ein Granitblock am nächsten, das wäre der oder der. Aber ich hätte das gerne eigentlich immer so als Präferenz. Ich würde gerne immer zuerst Granitblöcke angeboten bekommen. Kann ich das hier irgendwie sortieren? Kann ich einfach G drücken? Nö. Ja, das könnten sie auch noch einführen. So, und daneben auch noch. Ich setze jetzt erstmal nur einzelne Blöcke, damit die schön hinten an der Wand dran sind. Denn wenn ich das, die ganze Reihe jetzt setzen würde, dann würde bestimmt hier der Archery-Target kommen, dann hier die Mauer, da wieder ein Archery-Target und wir kommen dann nicht an den Block daran. Das ist jetzt so ein bisschen Micromanagement, aber das kriegen wir schon hin. So, wir haben keinen Stoff mehr für Socken. Das ging aber schnell. Okay, dann entferne ich mal die Befehle, damit wir nicht durchgehend zugespammt werden mit diesen Nachrichten. Genau, diesen hier. Ah, unser Stoffhändler erstellt jede Menge Masterpieces. Deswegen haben wir wahrscheinlich keinen Stoff. Hatten wir das nicht ausgestellt? Wo ist unser Stoffhändler? Da. Jo, jetzt zwangsweise. So, hatten wir das mit dem Stoff herstellen eigentlich bekommen? Achso, das kann alles weg. Wir sammeln keine Fäden mehr ein. Und Gerugon hat bestimmt wieder gesagt, baut mehr Armbrüste. Wir hätten jetzt gerne Stoff. Dafür müssen wir, glaube ich, Pflanzen prozessieren. Gucken wir mal. Im Idealfall müsste jetzt ein Zwerg ankommen, der braun ist, also ein Farmer-Zwerg. Etwas in den Farmers-Workshop bringen und dann mit einem Stück Stoff wieder rauskommen. Irgendwelche Fehlermeldungen? Nein. Passiert aber nichts. Gut, kümmern wir uns mal ganz kurz um das Mandat. Ja, Crossbows. Diesmal sogar 3. JM. Wooden Crossbow. 3 Stück. Tada. Ja, das ist echt einfach, dem alles zu geben, was er will. Denn er will nur eine Sache. Armbrüste. Apropos, wenn wir nachher unseren Armbrusttrupp zusammenstellen, sollten wir vorher ein bisschen aussortieren. Die ganzen schlechten Armbrüste wegschmeißen oder zerstören. Denn bei den Armbrüsten kommt es echt auf die Qualität drauf an, wie viel Schaden die machen, nicht aus dem Material. Das ist ja eh alles Holz bei uns. Wir könnten sie zwar auch aus Knochen herstellen oder aus Metall, aber das bringt nicht wirklich viel. So. Oh, hier unten schaut es schon gut aus. Können wir die Mauer gleich weiterbauen? Zup, zup, zup. Ich glaube, die Distanz von Archery Target zum Zwerg war auch irgendwie wichtig. Also wie gut sie trainieren. Aber ich glaube, die Distanz müsste reichen. Granitblöcke da. So, das gleiche daneben auch nochmal. Aber dann sollte ich mich echt wieder um den Stoff kümmern. Denn wir haben zu viele Zwerge gehabt, die schlechte Gedanken haben mit, ich trage alte Klamotten. Und ich denke mal, bald kommen da auch die Nakidai-Nachrichten. Ich trage gar keine Klamotten. Wäre interessant zu wissen, ob manche Zwerge deswegen gute Nachrichten bekommen. Also so FKK-Zwerge oder so. Shared Porzellan. Granitblöcke, so. Da kommt doch einer. Wer bist du und was machst du? Du bist Gandalf. Was hast du in deiner Hand? Gar nichts. Was hast du hier drin? Pigtails. Ja, sehr schön. Also, Process plant im Farmers Workshop stellt anscheinend Stoff her. Wir müssen jetzt nur tierisch darauf achten, dass er nicht all unsere Pigtails verarbeitet. Also erstmal stelle ich hier auf Repeat. Oder nee, tue ich nicht. Ich mache das Ganze hier immer schön manuell. Ich mache das ganze Teil einfach einmal voll. Das heißt, 10-mal stellt er jetzt was her. Und behalte währenddessen hier unsere
Plans im Auge. Da oben Plans. 2052. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Plump Helmets. Pigtails haben wir auch eine Menge. Cave Weed und Sweet Pots haben wir recht wenig. Wie schaut es bei Samen aus? Ein Pigtail Seed. Das ist nicht gut. Sweet Pots Seeds haben wir inzwischen mehr. Und Cave Weed haben wir auch eine Menge. Aber Pigtails halt so wenig. Okay, das können wir ändern. Wir verkochen nur noch Pigtails. Das ist jetzt zwar recht counterproductive, wenn man das so sagen will. Also wie nennt sich das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Also es macht nicht wirklich viel Sinn, da wir jetzt die Pigtails ja benutzen wollen, um eigentlich Stoff herzustellen und sie gleichzeitig auch noch verkochen. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Vorrat an Samen, damit die nicht irgendwann ausgehen. Weil wir müssen jetzt wirklich darauf hinarbeiten, dass unser Fort selbstständig wird. Das heißt, dass wir nichts mehr importieren müssen. Das heißt, alles muss auf Vorrat da sein. Und vor allem auch für den Notfall da sein, falls mir irgendwas schief geht. So, das heißt, hier werde ich das jetzt immer mal wieder anschmeißen. Immer so 10 Stück rein. Gucken, wie viele Pigtails verbraucht werden. Ja, und dann nach und nach wieder die Stoffproduktion anschmeißen. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.